So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe. Die 15 Leben da, die holen wir jetzt noch direkt mit der Runde. Aber die letzte Aufgabe ist halt durchsuche Truhen und zwar 25 Stück. Aber nicht in einer Runde, sondern einfach insgesamt 25 Truhen durchsuchen. Dazu gehe ich persönlich. Also ich empfehle euch wirklich Gruppenkeile zu gehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, ihr könnt einfach landen, wo andere nicht landen. Heißt, ihr habt alle Truhen für euch alleine. Macht so einfach zwei, drei Mal und schon habt ihr es gemacht. Aber im Prinzip könnt ihr auch einfach ganz normal spielen, weil ihr werdet eh immer Truhen öffnen. So, von daher ist eigentlich ein Selbstläufer das Ganze. So, ihr wisst ja hier, Ladebildschirm, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn noch kein Abonnent bist, gerne jetzt ein Abo dalassen. Wie du siehst, es fehlen nur noch drei Abonnenten. Und schon wird die achte Zahl veröffentlicht. Also, wenn ich dir schon öfters mal helfen konnte, lass gerne mal ein Abo da. Es kostet dich nichts. Du bekommst von mir die Aufgaben, die Lösungen. Und auch nicht irgendwie könnte vielleicht sein, sondern ich mache die Aufgabe so, wie ich sie selber mache. Wenn da noch ein Teil fehlt, mache ich den Rest natürlich selber noch. Aber du siehst halt definitiv, wie du die Aufgabe lösen kannst. So, dann habe ich eben noch kurz Solo gespielt, habe nur die Aufgabe noch weitergemacht, habe mir gedacht, komm, spring einfach aus dem Flugzeug in der Zeit, wo du das Video hochlädst und sag schon, sammle einfach noch ein paar Überlebende und was ist am Ende aus der Runde geworden? Epischer Sieg. Also, man merkt schon, dass das Matchmaking einigermaßen da ist. So, jetzt machen wir es mal ganz einfach. Ich hoffe, hier geht jetzt keiner runter. Ne, die fliegen alle woanders hin. Dann zeige ich euch nämlich gerade, was damit gemeint ist. Die einfachste Kiste ist sowieso hier im Baum. Die ist nämlich immer da. Zack. Und Kiste Nummer 5. So, dann gehen wir mal ganz schnell hier ins Haus. Wie gesagt, einfach 25 Kisten öffnen, sonst müsst ihr nichts machen bei der Aufgabe. Und zack, Kiste Nummer 6. Ja, warum ich ihn jetzt trinke, weiß ich auch nicht, weil ich werde die Runde eh nicht zu Ende spielen. So, da oben haben wir schon die nächste Kiste. Kiste Nummer 7. Ja, hier ist aber noch eine Kiste im Haus. Kiste Nummer 8. Wie gesagt, ich mache jetzt einfach nur Kisten auf. Wir rennen da schnell hoch. Ja, hier scheint keiner drin zu sein im Haus. Ah, hier aber. Also wie gesagt, einfach nur Kisten öffnen, mehr müsst ihr nicht machen. Ihr seht ja, wir haben jetzt schon 9 Stück. Ich glaube, ich bin mit 4 Kisten in die Runde gestartet. Von daher, ihr seht ja, es ist ganz einfache Geschichte. Zack, habt ihr schon 10 Kisten. Ihr müsst natürlich auch nicht hier landen. Ihr könnt landen, wo ihr wollt natürlich. So, hier ist glaube ich keine mehr. Oder? Doch, eine ist noch hier. Unterm Dach. Da wo ich immer so ungern hinspringen, aber inzwischen geht's besser. Haben wir schon 11 Kisten. So, gucken, was hier abgeht. Ah, vielleicht kriegen wir doch sogar alle hier in der Runde hin. Die ist auch hier oben. Mal 12 Kisten. Und wie ihr seht, ich bin ja alleine hier gelandet und wir haben jetzt schon bald 10 Kisten gefunden. Zack, nächste Kiste. So, hier sind glaube ich jetzt keine mehr. Dann holen wir uns oben das Hoverboard. Hier ist keine mehr. Alter.
zu blöd, das Ding zu fahren. Aber ich würde sagen, eigentlich reicht das auch schon. Ich meine, ihr habt jetzt gesehen, einfach Kisten aufmachen. Ihr habt auch gesehen, in Lucky Landing. Mensch, bin ich zu blöd, überhaupt herzufahren gerade. Einfach in Lucky Landing zum Beispiel landen, da sind so viele Kisten. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Von daher, dann haben wir hier noch eine Kiste. Zack, nächste. Können wir die Tür open in der Fahrt? Tatsächlich. Da haben wir hier noch eine. Gerade gucken, was wir noch auf dem Weg haben. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier haben wir nämlich auch noch eine. So, haben wir jetzt schon 10 Kisten aufgemacht. Ist auch safe eine drin. Ja, man muss sich halt schon ein bisschen beeilen, aber. Warte mal, geht nicht dadurch kaputt. Ach, springen klappt gut. Alter, Autismus ist da. Aber wusste auch nicht, dass es dadurch kaputt geht. So. Dann. Wie ihr seht, warte mal, wie viele Kisten haben wir jetzt? Ich fahre mal gerade Richtung Zone. Kriege ich natürlich wieder nicht angezeigt, man kennt es. Sind wir noch auf dem Weg? Ne, hier auf dem Weg haben wir nichts mehr. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine aufgemacht. Ah, ne, hier war schon eine. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gesehen. Einfach die normalen Goldkisten aufmachen. Dann werdet ihr es natürlich safe auch schaffen, ohne Probleme. Also ihr müsst keine Lootkisten aufmachen oder so, sondern einfach nur die goldenen Kisten. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn ich dir helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Kostet euch, wie gesagt, nichts. Und dann würde ich sagen, haut rein.